Schönheit. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, sind wir im Bikepark Willingen. Michi ist mit dabei und der Robert. Ich habe ja gesagt, wir werden mit Sicherheit nochmal Fahrrad fahren. Und da sind wir. Wir haben heute einen ganz entspannten Tag. Ich habe gestern 3 Stunden Breakdance-Workshop gegeben. Deswegen ist mein Körper ein bisschen fritte. Der Robert ist schon seit 3 Wochen in Greenhill. Festgewachsen. Der hat einen zweiten Wohnsitz jetzt im Sauerland. Und die Michi hat jetzt hier die Recovery-Fahrt, ne? Ja. Alles tut weh. Was hast du dir vorgenommen? Road Gap auf der Downhill, ne? Ja, klar. Mindestens. Alles klar. Ja, wir gucken mal, was der Tag bringt. Wird eine schöne, entspannte Runde. Wir waren dieses Jahr irgendwie wenig in deutschen oder in Bikeparks in NRW, waren wir wenig, ne? Generell, ja. Generell, ja, ja. Ja, wir legen mal los und wir sehen uns gleich auf der GoPro. Oh, richtig gemein. Ah, ja. Dann fällt die runter. So, wie immer, die Flow Country als erste Runde zum Reinkommen. Ich hoffe, meine Bremsbeläge machen noch mit. Heute. Oh, neu geshaped, auch frisch. Also Willingen tut einfach wirklich viel an den Strecken, muss man einfach so sagen. Oh, Leute, die Leni hier vor mir, der Musterschüler von Thomas. Ja, heftig, ey. Ich mache heute nur Follow-Camps. Jetzt die Michi. Die hat wieder natürlich das perfekt abgestimmte Outfit hier. Meckert immer, dass ich zu weit weg von dir fahre, wenn ich Follow-Camps mache. Leider mussten wir am Ende dieser Abfahrt feststellen, dass bei dem Zusammenbau von Michis Downhill-Bike wohl doch irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen ist oder wir eventuell irgendwie ein bisschen Loctite vergessen haben. Nichtsdestotrotz haben wir super schnell Hilfe bekommen von dem K1-Shop unten. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Name ist, aber der Service war genial.
glaube, der ist alt. Bis auf ein paar Kurven war der Bikepark Willingen auch am Ende der Saison jetzt oder gegen Ende der Saison in einem super, super guten Zustand. Also die Shaper hier leisten auf jeden Fall ganze Arbeit und erneuern immer mal wieder Sprünge, Kurven und sonstige Dinge. Außerdem fand ich es einfach super schön, mal komplett ohne Stress Fahrrad zu fahren. Ich hatte am Anfang des Tages für mich entschlossen, da ich sowieso super müde bin und eigentlich mir so gar nicht so der Sinn nach super viel Abfahrten stand, es ganz entspannt angehen zu lassen und einfach nur ein bisschen Freeride und Flow Country zu fahren und die ruppigen Strecken an dem Tag hier einfach auszulassen. Und das war auch eine richtig geile Entscheidung, weil es war einfach nur ein Tag, wirklich Spaß haben auf dem Bike, ohne große Herausforderungen oder sonstige Challenges. So Leute, wir machen Feierabend für heute, gehen jetzt Räder waschen. Erstmal große Props, Leute, an die K1-Hütte, weil die haben einfach den Bashguard von der Michi repariert. Nicht nur den Bashguard. Die haben einfach ganzes Fahrrad von Michi repariert, weil beim Zusammenbauen vom Tour ist so ein bisschen was schiefgelaufen anscheinend. Ja, so ein paar Schrauben waren nicht fest genug, die Kette, nicht die Kette. Schaltung eingestellt, Schrauben eingestellt, Bashguard neu festgemacht und alles für 17 Euro sofort, super freundlich, super schnell, mega cool. Also wenn ihr was habt, geht da gerne zur K1-Hütte, mega guter Service. Und wir machen allerdings jetzt Feierabend, weil hier lag jetzt 2 Stunden jemand auf der Gapline nach einem Sturz und wir sind heute eh schon so ein bisschen müde. Und alles war gut den Tag bisher. Und dann macht man besser Schluss, wenn es am schönsten ist. Deswegen gehen wir jetzt ganz entspannt Räder waschen. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Info. Aber das erzähle ich euch nachher. So, Freunde, wir sind auf dem Heimweg und ich habe euch ja gesagt, ich muss euch noch ein paar News verkünden. Ganz am Anfang vom Video habe ich schon mal angeschnitten, dass ich dieses Jahr gar nicht so viel selber irgendwie im Bikepark unterwegs gewesen bin zum Fahrradfahren, sondern ganz, ganz oft einfach nur im Bikepark war, um Kurse zu geben. Und da sind wir halt auch schon beim Thema. Es ist ja bald Ende mit der Saison, die Sonne geht früher unter und deswegen gibt es ein End-of-Season-Sale. Das heißt, die Kurse, wo die Sonne jetzt früh untergeht, zum Beispiel wenn wir in Olpe nach Liftschluss noch einen Kurs geben am Wochenende, das ist halt dann jetzt demnächst nicht mehr möglich. Und für alle, die schon lange überlegt haben, doch einen Kurs zu machen, aber irgendwie sich nicht überwinden konnten, gibt es jetzt als Dankeschön für diese erfolgreiche Saison, diesen erfolgreichen Start von Empower Your Ride, 15% auf alles, auch auf Riders Fitness und so weiter und so fort. Also alle Produkte auf der Webseite inklusive Kurse und den Shop gibt es 15% für euch. Der Rabattcode gilt ab heute eine Woche und ihr könnt gerne zuschlagen und dann sehen wir uns vielleicht im Online-Kurs, sonstige Kurse, wie auch immer, irgendwo da. Ja, ansonsten der chillige Tag in Willingen. Chillingen in Willingen, wie früher mit Marc. War auf jeden Fall entspannt. Wir haben den Basti wieder getroffen.
Das war richtig cool. Basti, falls du das siehst, liebe Grüße an dich. Und da kommt auch ein spannendes Projekt. Dazu dann mehr gegen Oktober wahrscheinlich. Und ja, es war einfach eine entspannte Runde. Hat Spaß gemacht in Billingen. Und hat Spaß gemacht, den Robert wieder zu treffen. Wir haben so ein paar bisschen gebrainstormt auch, was hier den Detlef angeht, was so Umbau und so angeht, weil wir da auch ein bisschen natürlich was machen wollen. Ja, viele, viele, viele Projekte und ich freue mich auf alles und hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. War ein bisschen Unterhaltung einfach mal, ne? Muss ja nicht immer irgendwie krasse Challenges und alles Mögliche sein. Manchmal nehme ich euch halt auch einfach nur mit bei dem, was ich sonst so mache und davon lebt ja auch so ein bisschen der Kanal. Ich habe auch ein paar Follower getroffen, die haben zum Beispiel gesagt, hey, sie feiern es einfach, dass ich einfach authentisch bin. Und das ist halt genau das, ne? Das heißt, authentisch einfach mal euch mitnehmen, das zeigen, was ich sonst so mache, was ich im Leben so mache, was ich beim Biken mache. Und da gibt es auch noch einige Projekte, die ich im Kopf habe, aber Leute, ja, 2025 wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Deswegen auf jeden Fall Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und wir fahren jetzt ganz gemütlich nach Hause. Irgendwie dauert die Fahrt von Billingen hin und zurück heute besonders lange. Weiß auch nicht warum. Aber wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, ciao.